Angst oder eben die Angst vor der Angst ist etwas ganz Erdrückendes und zum Teil auch Bedrohliches, weil es dazu führt, dass es die Menschen total vereinnimmt, den Tagesablauf bestimmt und vieles mehr. Und die Angst als solche aber mehr oder weniger nur ein Produkt der Verstandesebene ist, weil die Verstandesebene extreme Panik hat und wirklich Panik, dass sie das Zepter des Lebens dem Herzen übergeben muss. Und aus dem Grund kämpft die Verstandesebene mit Hilfe eben dieser Angst extrem um die Aufmerksamkeit oder besser gesagt um die Vorherrschaft in dem menschlichen Dasein. Und wer eben verstanden hat, dass die Angst eine Projektion oder etwas ist, was die Verstandesebene eben benutzt, zum einen und zum anderen sich diese extreme Angst, insbesondere die Angst vor der Angst, dann einstellt, wenn der Wechsel von der Verstandesebene in die Herzebene kurz bevorsteht, dann denke ich, kann man, oder hoffe ich zumindest, kann man ganz anders damit umgehen. Dann ist es ein Geschenk, dass man geführt wird. Dann ist es ein Geschenk Gottes, dass man diesen Weg gehen darf. Und wie gesagt, ich will die Angst, vor allem aber die Angst vor der Angst, in keinster Weise schmälern. Bei weitem nicht, weil ich selber solche Phasen durchlebt habe und weiß, dass es mehr als erdrückend ist. Weil ich weiß, dass der ganze Tag nur von dieser Angst, insbesondere von der Angst vor der Angst, geprägt ist. Und dass eigentlich nichts mehr anderes zählt, außer eben diese Angst. Aber diese Angst ist mehr oder weniger nur dafür da, weil die Verstandesebene damit um die Vorherrschaft des menschlichen Seins kämpft und den Weg ins Herz verbauen möchte. Und im Endeffekt gibt es eben diese Angst als solche gar nicht, weil es eben eine Projektion ist und ein Hilfsmittel der Verstandesebene. Was sich allerdings hinter dieser Angst versteckt, ist ja etwas unglaublich Spannendes. Und als ich das erfahren habe, dürfen wir mal gedacht, das gibt es ja nicht. Also wirklich, das ist so spannend. Und zwar in früheren Inkarnationen, insbesondere im Mittelalter, wobei ich Mittelalter nicht als die Zeit bezeichne, die uns in der Schule beigebracht wurde, mit von Jahr XXX bis Jahr XXX, sondern es ist eine mittlere Zeitphase, in der es sehr brutal zugegangen ist auf dieser Erde. Und in der Menschen gequält, auf das Brutalste gefoltert und getötet worden sind. Man braucht sich nur mal die Frage stellen, warum Menschen auf das Brutalste gefoltert worden sind und gequält bis zum geht nicht mehr. Es hätte ja beispielsweise ausreichen können, dass man Menschen, die ihre Naturverbundenheit zum Ausdruck bringen, die ihre Verbindung zur geistigen Ebene zum Ausdruck bringen, mehr oder weniger normal, wenn man sowas überhaupt normal bezeichnen kann, aus dem Weg räumt. Also ohne Quälen, ohne sonstige Brutalitäten, die auf dem Weg zum Tod durchgeführt wurden. Das hat den Grund, um den Menschen die Information in die Zelle einzubrennen, und zwar bis hierhin und nicht weiter. Weil es immer Momente waren, an denen Menschen ihr Licht zum Leuchten gebracht haben und sich auch von der Kirche nicht unterkriegen haben lassen. Sie haben sich auch nicht versteckt oder sonst irgendwas. Nein, sie sind immer zu ihrer Herzebene, zu dem geistig-göttlichen gestanden und haben das auch zum Ausdruck gebracht. Und das war der Grund, warum sie auch immer aufs Bestialischste getötet worden sind, um ihnen diese Information bis hierhin und nicht weiter in die Zelle
einzuimpfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn dann Menschen gegenwärtig aufgrund der intensiven Heilung, ausgelöst eben unter anderem durch den Energieanstieg auf dieser Erde, sehr extreme Schmerzen erleiden, die dann in weiterer Folge oftmals in Verbindung stehen mit Ängsten oder mit der Angst vor der Angst, dann liegt es eben daran, weil in dieser Zelle die Information eingebrennt wurde, bis hierhin und nicht weiter. Und weil an solchen Momenten meistens der Punkt erreicht ist, an dem sich das Licht in uns zeigen möchte, und zwar in seiner Reihenform. Und die Zellen im Rückenmark, also dort, wo die Stammzellen produziert werden, ja, durchgehend und rund um die Uhr immer wieder sich neu produzieren. Zellen werden aufgebaut, Zellen werden abgebaut, Zellen werden aufgebaut, Zellen werden abgebaut. Und in diesem Prozess des Aufbaus und Abbaus ist die Zelle, die sich eben aufbaut und erneuert, immer wieder mit dieser Information informiert, von wegen bis hierhin und nicht weiter. Was eben zur Folge hat, dass die Menschen ein irrsinniges, ja, zum Teil Ängste erleben, obwohl es sich dabei mehr oder weniger um die Information, Respekt vor dem eigenen Licht handelt. Das muss man sich einmal vorstellen. Und aus dem Grund sind beispielsweise lichtvolle Menschen in früheren Leben immer wieder auf das Brutalste aus dem Weg geräumt worden, um es auf den Punkt zu bringen. Und das ist aus dem Grund passiert, um den Menschen, den lichtvollen Wesen, die Information in die Zelle einzuimpfen, damit sie jedes Mal, wenn sie an dem Punkt angelangt sind, an dem sie ihr Licht zum Leuchten bringen möchten oder an dem das Licht durch sie leuchten möchte, in der vollsten Reihenform, sie jedes Mal dieses Warnsignal erhalten, bis hierhin und nicht weiter. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist unvorstellbar und unglaublich raffiniert durchgeführt worden. Bitte nicht falsch verstehen, ich will es nicht gutheißen, was damals fabriziert worden ist, in keinster Weise. Ich habe selber sehr schmerzvolle Phasen im früheren Leben durchleben müssen, besser gesagt dürfen. Von dem her kann ich mehr als gut nachvollziehen, wie Menschen fühlen, wie sie sich spüren an solchen Punkten. Wer aber weiß, was sich dahinter versteckt, wie jetzt eben kurz beschrieben, der kann in meinen Augen ganz anders damit umgehen, weil er eben weiß, dass diese Momente sich dann aus dem Grund zeigen, weil das Licht bereit ist, durch uns zu leuchten, und zwar am besten in seiner vollsten Intensität. Uns aber eben anerzogen und beigebracht wurde, bis hierhin und nicht weiter. Und diese Information dann mitschwingt und uns immer offenbart wird bei eben der Zellerneuerung, beim Zellabbau. Also das ist so unfassbar raffiniert und genial vorbereitet worden in früheren Inkarnationen bei den lichtvollen Menschen, dass man, ja, man kann davon nur den Hut ziehen. Jetzt ist es allerdings an der Zeit, die Menschen zu informieren, was es damit auf sich hat. Dass man, in meinen Augen zumindest, dankbar darüber sein sollte, dass die Schmerzen zu diesem Punkt so intensiv sind, weil sie ein Beleg dafür eben sind, in sehr vielen Fällen zumindest, dass sich dahinter etwas sehr Lichtvolles verbirgt, etwas sehr Starkes, etwas sehr unglaublich Schönes. Und wer bereit ist, dann durch diesen Schmerz hindurchzugehen, um diesen Schmerz als Wegweiser wahrzunehmen, der steht kurz davor, dass das Licht durch ihn leuchtet. Wer nichts weiß, muss alles glauben. Wer aber weiß, woran er ist und hoffentlich mit Hilfe dieses Videos verstehen kann, worum es sich handelt bei eben dieser Angst oder eben von Angst vor der Angst, dass es eben in vielen Fällen mit dem Respekt vor dem eigenen Licht verwechselt wird, ja, der hat so ein tolles Werkzeug an der Hand und kann erkennen, was damit einhergeht. Und ich wünsche und hoffe, dass dieses Video zu vielen Menschen geführt wird. Und nicht aus dem Grund,
weil es aus meinem Munde stammt, nein, sondern weil ich selber sehr schwere Zeiten durchlebt habe, in denen ich die Angst vor der Angst gefühlt, gespürt habe, von ihr geleitet wurde, der Tag komplett vereinnahmt wurde von diesem grausigen und brutalen Gefühl. Als ich dann aber erkannt habe, dass sich eben dahinter was Lichtvolles verbirgt, man beginnt dankbar zu sein für diesen Weg, dass man geführt ist, dass das Göttlich-Geistige sich zeigen will durch uns in Form des Lichtes, dann ist es, ja, dann hat dieses vereinnehmende Gefühl, dieses brutale, von jetzt auf die andere Sekunde eine komplett andere Qualität. Die Menschen können dann verstehen und versuchen damit ganz anders umzugehen. Ich wünsch, dass die Menschen ja, sich zutrauen, diesen Weg zu gehen und bereit sind, durch ja, diesen Punkt zu überschreiten und das Licht zu leben, das durch sie leuchten möchte. Und auch am Ende dieses Videos möchte ich bitte um Verzeihung bitten, weil ich erneut ein Video während dem Autofahren aufgenommen habe, extra aber auf Landstraßen, um dem Verkehr etwas aus dem Weg zu gehen. Und auch das soll keine Ausrede sein, weil es wirklich kein Zeichen von Bewusstsein ist. Aber mir ist total wichtig war, die Informationen zum Thema Angst und Angst vor der Angst in die Welt zu schicken, zu beschreiben, was es damit auf sich hat. Und ja, bitte um Verständnis, bitte um Nachsicht. Alles, alles Gute, vor allem viel Kraft, viel Durchhaltevermögen, viel Beharrlichkeit. Alles, alles Gute. Danke fürs Zuhören und danke für die Aufmerksamkeit. Danke.